Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon X. Wir irren aktuell durchs Labor von Flordelis und haben eigentlich im letzten Part auch schon gut was geschafft. Allerdings habe ich nochmal versucht, das Ganze so ein bisschen zu ordnen, denn wir wissen ja ungefähr, was Team Flam vorhat. Und wir wissen eben auch, dass sie nicht nur hier im Labor tätig sind, sondern scheinbar auf Route 10. Dementsprechend habe ich jetzt erst gedacht, okay, das war das Signal, dass ich hier raus kann. Aber da kamen noch so viele Trainer hinterher, dass ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Es ist bei mir einfach schon so lange her. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es um solche Verstecke geht, dann ist es immer unglaublich schwer für mich, mir zu merken, wann ich wohin muss. Deswegen, wann ich jetzt wirklich raus darf, wann ich meinen Liftöffner bekomme, ist noch ein bisschen schwammig. Aber ich würde einfach mal vermuten, dass wir uns noch ein bisschen länger hier aufhalten dürfen. Weil wie gesagt, vom Aufbau her scheint es schon so zu sein, dass wir noch nicht raus müssen. Aber ich habe keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Tatsache ist, ich will es auch gar nicht wissen. Ich werde es ja sowieso feststellen. Pokémon ist jetzt nicht so das Spiel, wo du zwingendermaßen irgendwelche externen Hinweise brauchst, um weiterzukommen. Normalerweise wird dir eh alles irgendwie so präsentiert, dass du genau weißt, wo du hin musst. Mal mehr, mal weniger offensichtlich. Dementsprechend sollte irgendwer von euch unter den letzten Part genau geschrieben haben, wann ich wohin muss, dann habe ich diesen Kommentar mit Sicherheit gelöscht, weil das für die Leute, die das Spiel eben nicht kennen, vermutlich ein Spoiler war. Und für mich Backseat Gaming, nur so als Info im Nachhinein, weil sowas muss nicht sein. Gerade bei Pokémon, finde ich, ist es immer so offensichtlich, was man machen muss. Und wenn es nicht gerade eine Nuzlocke ist, dann läufst du auch nicht unbedingt in dein Verderben. Also gut, ne? Ist immer nett gemeint von wegen, pass auf, da ist der und der starke Trainer oder dies und das. Aber wie gesagt, ich denke, ich komme auch so ganz gut klar. Dementsprechend vertraut einfach darauf, dass ich irgendwann am Ziel ankomme. Manchmal über Umwege, aber irgendwann komme ich mit Sicherheit an. Bist du nicht die aus der Frosthöhle eventuell? Sieh an. Das Mädchen aus der Frosthöhle. Scheinbar. Diesmal also allein unterwegs? Nö. Ah, verstehe, natürlich nicht. Du hast ja deine Pokémon dabei, was? Wir hören regelmäßig die Holologs aller Pokémon-Trainer ab. Deswegen weiß ich auch bestens über dich und deine Freunde Bescheid. Mit einem Megaring kannst du in einem Pokémon schlummernde Kräfte zum Vorschein bringen. Es ist ein bisschen wie die ultimative Waffe. Die holt auch im wahrsten Sinne des Wortes alles aus einem Pokémon heraus. Man könnte sagen, wir verfolgen ähnliche Ziele. Nein. Das ist ganz stark Auslegungssache. Hallöchen Magnolia. Mit Hundemon. Sehr gut, da habe ich Orion für vorne, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass die in der Frosthöhle auch besagtes Pokémon vorne hatte. Und generell, es ist ein beliebtes Pokémon bei Team Flare. Das auf jeden Fall. Na gut, dann kämpfen wir uns hier weiterhin durch. Irgendwann habe ich hoffentlich mal alles erkundet und habe meinen Liftschlüssel. Und dann können wir mal weiterschauen. Wir haben ja zumindest schon mal den Hinweis. Snibunna. Okay. Snibunna. Nee. Keine Ahnung. Kann ich vieles gegen machen, aber es tut mir wahrscheinlich so oder so weh, weil wir wissen ja, Snibunna haut ordentlich rein. Also ich weiß ja zumindest, Route 10 ist noch verdächtig. Nur solange es hier noch was zu tun gibt und ich hier weiterkomme, ne, glaube ich, ist es nicht unbedingt notwendig, jetzt hier sturmartig das Gebäude zu verlassen. Nur ich hatte es irgendwie so im ersten Moment quasi aufgefasst, nach dem Motto, okay, wir haben jetzt den Anhaltspunkt, Route 10, ich kann gehen. Aber wie gesagt, einfach weil danach noch so viele Trainer kommen und kamen, höchstwahrscheinlich nicht. Aber das ist eben so die Sache, ne? Ich habe XY zweimal gespielt und wenn du halt auch so spielst und dann natürlich auch noch aufpassen musst, gerade mit einem Monoteam, plus kommentierst und dann dementsprechend dich ja auch darauf konzentrierst, dann ist es irgendwie gar nicht so einfach, nebenbei noch zu versuchen, herauszufinden, wie was in welcher Reihenfolge passiert ist. Deswegen habe ich das auch nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Hat ja auch so bislang alles gut geklappt. Das passt in kein gängiges Schema. Ja, ist doch eigentlich was Positives, dass man es nicht so gut predikten kann. Bravo, du hast es geschafft. Hier, nimm als Belohnung den Liftschlüssel. Oh, danke. Sehr gut. Dann bin ich prinzipiell schon fertig auf der Etage. Die Kraft des legendären Pokémon. Die Kraft, Leben zu geben. Eine Kraft, die auch wir Wissenschaftler nicht zu erklären vermögen. Hast du eine Ahnung, was wohl passiert, wenn wir die ultimative Waffe damit speisen?
Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Aber gut, haben wir das auf jeden Fall auch. Dann werde ich aber vorher nochmal rausgehen, weil ich denke mal, wir müssen ja jetzt eh zum Lift. Dann würde ich ganz stark vermuten, dass ich gehen darf. Dann doch lieber der Pfeil hier. So, genau. Perfekt, dann kann ich mich auch nochmal heilen gehen. Ich könnte auch zu dem Bett zurücklatschen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer hier. Und dann schauen wir mal weiter, was uns da im Keller noch so erwartet. Oder es muss ja gar nicht der Keller sein, aber irgendwie, falsche Richtung, assoziiere ich mit sowas immer direkt Keller, weil eigentlich so ein geheimes Labor ist dann doch meistens eher unterirdisch und nicht unbedingt auf dem Dachboden. So aus meiner Erfahrung heraus. Deswegen würde ich behaupten, der fährt nach unten, der Aufzug, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Werde ich ja gleich feststellen. Vom Level her sollte es auf jeden Fall ganz gut passen. Bislang sind wir ja auch gut durchgekommen. Nur, man muss immer so ein bisschen aufpassen, ne? Team Flair hat natürlich auch so einige Pokémon wie Hundemon oder Irokex. Die können mir ziemlich wehtun. Deswegen ist es, glaube ich, auch super wichtig, dass ich versuche, wie viele Tränke habe ich noch, alle Teammitglieder immer fit zu halten. 16. Ansonsten 18 Beleber. 9 Hypertränke, ein paar Top-Genesungen, okay. Ich glaube, damit kann ich erstmal arbeiten. Moment, da wollte ich wieder lang. Ist ja auch nicht zu übersehen mit der roten Farbe und dem Team Flair-Typen davor. So, ihr könntet auch einfach irgendwie die Tür wieder versperren und zwar so, dass ich nicht wieder das Regal wegschieben kann, aber okay. Dann wollen wir doch mal. Kann man überhaupt sehen? Ah ja doch, ins Untergeschoss. Wollte gerade sagen, wo man hinfährt. Wobei, ich bin eigentlich auch schlau. Wie sollte der Aufzug denn überhaupt nach oben fahren, wenn über diesem Aufzughäuschen nichts ist? Vielleicht kann er sich teleportieren. Das wäre meine Theorie. Na gut, dann weiter nach unten. Sieht ja auf jeden Fall nicht gerade einladend aus. Willst du schon wieder kämpfen, Flordelis? Ich hoffe mal nicht. Wenn doch, pack ich mal dich nach vorne. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, er tut es auch nicht, aber es ist Flordelis. Der will gefühlt immer kämpfen. Bist du überhaupt Flordelis? Ja, okay. Dann schauen wir doch mal. Den Typen kennen wir ja auch. Der ist uns, glaube ich, bei der Illumina-Steppe begegnet und hat so ein bisschen was von sich gegeben, was man nicht wirklich gut deuten konnte. Und die maskierten Helden, ganz bestimmt nicht Sina und Dexio, haben ja auch was gesagt über eine sehr, sehr große Person. Können wir mal gucken, was es damit auf sich hat. Herausforderin von Flordelis. Hör mir zu. Diese Geschichte hat sich vor langer, langer, ja sehr langer Zeit zugetragen. Sie handelt von einem Pokémon und einem Mann, die eine tiefe Freundschaft verband. Die Zeit, in der die beiden lebten, wurde von einem Krieg erschüttert. Auch das Pokémon, das der Mann so liebte, wurde schließlich in die Schlacht geschickt. Einige Jahre vergingen, ohne jede Kunde von seinem Verblieb. Schließlich erhielt der Mann eine kleine Kiste mit den Überresten seines Pokémon. In seinem Herzen entbrannte der Wunsch, seinem geliebten Pokémon das Leben zurückzugeben. Also entwickelte der Mann eine Maschine, die Tote zum Leben erwecken konnte. Endlich war er wieder mit seinem geliebten Pokémon vereint. Doch der Schmerz saß tief in seinem Herzen und in seiner Brust tobte noch immer der Zorn. Er war voller Hass auf die Welt, die ihm sein geliebtes Pokémon genommen hatte. Und so baute er seine Maschine schließlich zur ultimativen Waffe um.
Der Mann erhob sich selbst zum Boten der Zerstörung und setzte dem Krieg ein Ende. Doch das Pokémon, dem er das ewige Leben geschenkt hatte, wusste von seinen Taten. Es wusste, dass es sein Leben einzig dem Opfer unzähliger anderer Pokémon verdankte. Das wiederauferstandene Pokémon beendete die Freundschaft zu ihm und verschwand. Du musst den Schlüssel zurückerlangen. Die ultimative Waffe darf nicht zum Einsatz kommen. Es wird alles nur wieder vergehen. Oder willst du denselben, nicht enden wollenden Schmerz spüren, der mich so lange plagt? Das ist AZ. Er hat denselben Namen wie ein König, der vor 3000 Jahren regierte. Er hatte den Schlüssel zur ultimativen Waffe um seinen Hals hängen, warum auch immer. Endlich ist es soweit. Folge mir. Oh je. Also ich muss sagen, ich finde diese kleine Szene mit der Geschichte unglaublich schön. Ich finde, die Illustrationen sind richtig, richtig schön gemacht und die Musik ist natürlich herzzerreißend. Das Einzige, was ich überhaupt nicht mag, Texte, die von alleine weggehen und Texte, die zusätzlich dazu mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von alleine weggehen. Sprich, du kannst im Vorfeld nie wirklich sagen, muss ich das jetzt schnell vorlesen oder kann ich mir Zeit lassen? Das finde ich halt ein bisschen anstrengend, aber ansonsten, abgesehen von dieser Let's-Player-Sicht, ist die Szene echt sehr, sehr schön und vor allen Dingen auch eigentlich unglaublich traurig und dramatisch für Pokémon-Verhältnisse und auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fällt das passende Wort nicht ein, moralisch verwerflich, was er getan hat. Also das ist ja eigentlich was Pokémon nicht unbedingt immer so aufgegriffen hat. Weltherrschaft, Meere vergrößern, Pokémon befreien, dies und das, aber wirklich, ne, was er getan hat, dass er sein Pokémon dann wieder zum Leben erweckt hat, auf Kosten anderer Leben und Pokémon und die Waffe halt benutzt hat, um alles zu vernichten, so wie er es halt wollte. Ja, ne, also irgendwo kann man ihn verstehen, aber das rechtfertigt nicht das, was er getan hat. Deswegen, es hat mich damals schon echt überrascht, was AZ eigentlich für eine Geschichte mit sich bringt, weil das eigentlich im Pokémon-Spielen bislang gar nicht so etabliert war. Du sagst das Gleiche nochmal. Na gut. Dann hinterher, wenn er uns das schon so deutlich mitteilt. Kann ich jetzt irgendwo anders hin? Ja, ich denke mal, 1 ist vermutlich das, wo ich war. Also nach 3. Noch tiefer runter. Ich hoffe, Flordelis will hier nicht doch kämpfen, weil ich hatte jetzt auch so im Kopf, dass nur die Geschichte kommt, aber bin mir da nach meinem ersten Zusammentreffen mit ihm irgendwie nicht mehr so sicher, wann der kämpfen möchte und wann nicht. Uiuiui. Die Pokébälle, die wir ergattert haben und die Pokémon, die wir gefangen haben, sie sind bereit. Summa summarium heißt das, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Plan also nur noch in die Tat umsetzen. Ich verlasse mich auf dich. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die ultimative Waffe in Betrieb nehmen. Ich bin der Überzeugung, dass Auserwählte das Potenzial haben, die Zukunft zu verändern. Also will ich das Schicksal in deine Hände legen. Wirst du die ultimative Waffe in Betrieb nehmen oder für immer wegsperren? Es liegt an dir. Nutze dein Potenzial. Oho, ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe dich bereits erwartet. Ich muss nur noch ein paar Nachforschungen über dich anstellen. Beginnen wir sogleich. Ach, du möchtest auch kämpfen? Na gut. Nur ich sag mal, gut, Flordelis glaubt in gewisser Weise an unser Potenzial als Trainer. Wir haben ja auch die Mega-Entwicklung. Aber dass er uns wirklich die Wahl überlässt, ich meine, er hat jetzt so lange auf seinen Plan hingearbeitet und ist wirklich voll und ganz davon überzeugt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, also beim ersten Durchspielen konnte ich mir das nicht vorstellen, jetzt mittlerweile weiß ich ja, was passiert,
dass er uns das wirklich überlässt. Also wenn du wirklich so hart darauf hingearbeitet hast und wirklich unbedingt diesen Plan durchsetzen möchtest, dann kannst du die Entscheidung auch nicht irgendeinem Trainer mit Potenzial überlassen. Was war, du warst Psycho-Unlicht? Glaube ich. Eventuell. Hattest du nicht so eine harte Käferschwäche? Gucken wir mal. Ich glaube, so ein Nachthieb tut auf jeden Fall auch weh. Deswegen, also ich habe mir damals schon gedacht, okay, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir wirklich entscheiden dürfen. Vor allen Dingen, es wäre ja auch irgendwie gameplay-technisch schwierig umzusetzen, wenn du wirklich ab dem Punkt quasi zwei Routen einbauen müsstest. Ach ja, du kannst ja Kraftkoloss. Da war ja was. Das habe ich gerade ausgeblendet. Ups. Und du hast Umkehrung. Bah. 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 Die Sache ist, wenn du nur Kraftkoloss hast, ist das gut. Wenn du noch anderes hast, ist es nicht so gut. Werden wir gleich mal feststellen. So. Ja, wie gesagt, dann müssten sie ja wirklich zwei Routen einbauen, von wegen aktiviert die Waffe nicht. Gegenstoß. Ugh. Das könnte wehtun. Das hat wehgetan. Holy shit. Das Ding hat echt nicht so die nettesten Attacken für mich. Du hattest auf jeden Fall einen Eissplitter. Gut. Also wie gesagt, ich habe mir damals schon gedacht, das ist wahrscheinlich vollkommen egal, wie ich mich entscheide. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwelche Auswirkungen auf die Story mit Team Flair hat. Aber gut. Meine Güte, dieses Calamanero. Das war echt nicht nett. Gut, den Kraftkoloss habe ich vergessen, aber der Gegenstoß, ouch. Mein Gott, ich habe auch vorher Schaden gemacht, ne? Brauche ich mich nicht zu wundern. Menschenskinder, du bist eine Wucht. Jawoll, ja. Unglaublich, einfach nur unglaublich. Du hast dir meine Anerkennung verdient. Summa summarum heißt das, dass ich dir jetzt was Spannendes verrate. Vor 3000 Jahren hat die ultimative Waffe einen furchtbaren Krieg beendet. Wenn wir jetzt ihre schreckliche Kraft einsetzen, können wir Kalos vom Abfall, nämlich den törichten Menschen, befreien. Hinter mir befindet sich ein blauer und ein roter Knopf. Einer davon schaltet die ultimative Waffe ein. Drücke jetzt einen der beiden Knöpfe. Los, tu es! Wie gesagt, dass sich wirklich das ganze Spiel verändert durch diese Entscheidung, eher unwahrscheinlich. Warum gibt es überhaupt die zwei Knöpfe, frage ich mich. Weil ich meine, die wollen die Waffe unbedingt aktivieren. Wieso haben die einen Nicht-Aktivierungsknopf? Also das finde ich schon so ein bisschen seltsam. Ich habe damals beim ersten Durchspielen unglaublich lange überlegt. Nach dem Motto, es wäre offensichtlich, rot, Gefahr, zündet, blau, die sanftere Farbe in dem Fall, schaltet ab. Und habe dann echt so überlegt, ist es so offensichtlich, ist es nicht so offensichtlich? Ich habe damals, glaube ich, rot gedrückt, weil ich mir dachte, nee, das machen die nicht so offensichtlich, dass Blau halt der gute Schalter ist. Deswegen nehme ich diesmal Blau, ist sowieso die schönere Farbe. Ja. Du hast es getan, du hast es wirklich getan, du hast den blauen Knopf gedrückt. Das war die richtige Wahl, ich gratuliere. Aber die ultimative Waffe aktiviere ich trotzdem. Also ja, es ist so offensichtlich, Blau wäre der richtige Schalter, aber bringt natürlich herzlich wenig. Der Boss meinte zwar, du dürfst die Waffe tatsächlich stoppen, wenn du richtig wählst, aber das werde ich nicht zulassen. Deshalb werde ich nun ohne weitere Umschweife zur Tat schreiten und den Knopf drücken. Sieh nur, sieh auf den Monitor.
Hast du das gesehen? Die ultimative Waffe wurde wiedergeboren. Die giftige Blume steht jetzt in voller Blüte und wird alle außer Team Flair ins Verderben stürzen. Die giftige Blume ist in Chromlexia erblüht. Der Traum unseres Bosses, eine Welt der Schönheit zu schaffen, wird wahr. Summa summarum heißt das, ein Sieg für die Wissenschaft. Oh je, also ich muss ja sagen, es sieht unglaublich beeindruckend aus und irgendwie auch sehr schön. Also nicht wie die Häuser wegfliegen, aber diese Blume, sag ich mal, sieht schon sehr schick aus, das auf jeden Fall. Aber ja, ich würde sagen, auf nach Chromlexia. Vielleicht können wir ja noch irgendwas zumindest tun. Kampflos aufgeben geht natürlich nicht. Wir werden es auf jeden Fall bis zum letzten Moment versuchen. Vielleicht, wie gesagt, kann man ja vor Ort tatsächlich noch irgendwas tun. Weil ich meine, klar, sie wurde jetzt aktiviert und steht da. Aber noch leben wir. Also dementsprechend, der Plan ist noch nicht ganz in die Tat umgesetzt. Und ja, da ich ja auch schon sagte, wir kämpfen mehr als einmal gegen Flordelis, ne? Kommt da vermutlich noch was. Hoffen wir aber, dass das Pokémon Center noch steht. Das wäre mir sehr lieb. Denn da muss uns ja Boto ja hinfliegen. Laufen werde ich nämlich nicht. Ich glaube, ich könnte das... Wie weit ist das denn eigentlich weg? Weiß ich gerade gar nicht. Also laufen geht immer irgendwie. So bin ich ja auch dahergekommen, aber muss ich jetzt nicht zwingend haben. So, haben wir das schon mal. Also da wäre es echt praktisch, generell ein Flug-Pokémon dabei zu haben, aber ob ich auf irgendwen aus meinem Team verzichten könnte und ob Botoge so einen guten Job machen würde, ich weiß ja nicht. So, wo war denn Chromlexia überhaupt? Da ist Vanitea? Reliviera? Da ist Chromlexia. Ah, ist schon ein Stückchen. Du kannst ja nicht einfach querfeld einlaufen. Das Bild müssen sie auch mal aktualisieren. Ich glaube, so sieht das da nicht mehr aus. Dann wollen wir doch mal. Los, Botoyan! Bring uns sicher rüber. Wobei, ob es da wirklich so sicher ist, bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Wobei, hier sieht noch alles ziemlich normal aus. Ich glaube, wir dürfen nur nicht weiter Richtung Mitte der Stadt laufen. Huch, eigentlich wollte ich mich gar nicht nochmal heilen. Das passt schon. Aber gut, das Pokémon Center steht noch, das ist die Hauptsache. Das wäre ja auch richtig mies, wenn ich jedes Mal irgendwie woanders hin müsste, in eine andere Stadt zum Heilen. Zack. Haben wir das auch schon mal. Gut, dann würde ich sagen, das Storyfinale steht kurz bevor. Da kommen mit Sicherheit noch ein paar Kämpfe, ganz klar. Aber ich denke, wir kommen ja auch gar nicht... Ach, wir kommen ja gar nicht zu Fuß rein. Man muss hier hinfliegen. Ist das so? Weiß ich gar nicht. Mysteriöse Steine, die Energie aussaugen. Oder nur die Route ist gesperrt, weil da ja diese ganzen Steine auch rumstehen. Das kann auch sein. Haben wir ja noch mehr Team Flair-Leute eigentlich? Ha, wo war doch gleich der Zugang zu unserer Geheimbasis? In einem Felsen? Davon haben die hier mehr als genug. Na gut, dann schauen wir doch mal. Also die Stühle stehen zumindest noch. Einzig Team Flair wird überleben. Toll. Dann haben wir gleich noch ein paar mehr Idioten auf der Welt. Weil ich meine, die sind halt echt nicht so die hellsten, ne? Und, ja. Da haben wir auch was Interessantes. Na gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part suchen wir mal den Eingang zur Geheimbasis, wenn es schon so genannt wird, und gucken, ob wir Flordelis irgendwie aufhalten können. Weil, wie gesagt, noch steht so ziemlich alles. Gut, nicht jedes Haus in der Stadt, aber prinzipiell geht es Carlos noch ziemlich gut. Heißt, ganz umgesetzt ist der Plan noch nicht. Wir haben also auf jeden Fall noch eine kleine Chance. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon X. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.